Wenn die Sonne am Morgen die ersten Strahlen auf das alte Bauernhaus in Schöneck wirft, erwacht die Landschaft ringsum zum Leben. Dort, wo sich die Alpen gegen Norden ducken, liegt der Pfaffenwinkel an der Grenze zum Ostallgäu. Eine Region mit Seen, Wiesen und Bergen. Jahrhundertelang gepflegte Kulturlandschaft mit einem Hauch von Romantik im Sommer wie im Winter. Begleiten Sie uns durch einen Landstrich voller Kultur und Kostbarkeiten. Ausflugsziele wie das Kloster Rottenbuch, die Wieskirche oder Schloss Neuschwanstein öffnen Besuchern gerne Tür und Tor. Und über allem schwebt der Geist von König Ludwig II. Von Bayern. Dem Erbauer von Neuschwanstein, der in dieser Gegend die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Und er liebte es, das Bauernland mit der unverfälschten Tradition. Hier treffen sich traditionell gekleidete Volksgruppen und feiern Feste mit langer Tradition. Wissen, Kunst, Rituale und Musik werden gepflegt und weitergegeben. Reiner Kommerz hat dann auch keinen Platz. Es ist gelebte Volkskunst aus längst vergangener Zeit, die im Kreis eines Gemeinschaftssinns immer wieder neu entsteht. Menschen, die mit der Landschaft verwurzelt sind. Menschen, die Geschichten erzählen. Der Puls dieser Landschaft schlug und schlägt im bäuerlichen Rhythmus. Dadurch entstanden Milchwirtschafts- und Käsebetriebe. Heute bereichern Innovationen und neue Ideen das Leben in der Region. Da kommt auch die Geschichte der Schönegger Käsealm her. Es war Ende der 80er Jahre, als ein Bauernhof in Schöneck auf sich aufmerksam machte. Käsemeister Sepp Krönauer begann auf seinem elterlichen Anwesen mit dem Verkauf von Käsespezialitäten in einem kleinen Hofladen. Der Weg war weit, Fleiß und Können, aber groß. In der eigenen Sennerei entstanden Käseköstlichkeiten von höchster Qualität und Güte. Bald schon verkaufte Sepp unter der Marke Schönegger seine edlen Gaumenfreuden in Feinkostläden mit viel Erfolg. Unter dem Motto „der Tradition immer treu“ wuchs die Schönegger Käsealm über die Jahre zum Prachtbetrieb. Moderne Anlagen kamen hinzu.
Die Kessel wurden größer, die Leute mit ihrer Philosophie sind dieselben geblieben. Der Hauptsitz der Schönegger Käsealm wurde aus Platzgründen in den idyllischen Ort Bremen verlegt. Dort kümmert sich ein Team von Spezialisten um die feinen Köstlichkeiten. Die Heimat in Schöneck gibt es immer noch. An diesem schönen Flecken finden im Sommer regelmäßig Veranstaltungen zum Thema Käse statt, wo man heute noch den Sennern auf der Käsealm über die Schulter schauen kann. Ein Erlebnis für Jung und Alt. Die Käsefans kommen inzwischen von weit her, um die begehrten Schöneger Laibe zu kosten. Tendenz steigend. Der Hauptrohstoff für den Käse ist die Milch. Ist die Milch gut, wird der Käse geschmackig. Es kommt auf die Güte der Milch an. Hier gilt die gentechnikfreie Heumilch als absolutes Qualitätsmerkmal. Wenn die Kühe nur naturreines Futter wie frisches Gras oder Heu fressen, geben sie naturbelassene Milch. Vergorenes Futter aus Silos kommt für die Schönegger Käsealm nicht in Frage. EU-weit werden inzwischen nur noch 3% der gewonnenen Milch silofrei produziert. Sepp meint es ernst. Fairness gegenüber den Landwirten ist das Credo. Es soll für beide Seiten passen. Das zeigt, wie genau es Sepp Grünauer mit der Qualität nimmt. Über 250 ausgewählte Bauern liefern den hochwertigen Rohstoff, der täglich frisch aus den Alpentälern geliefert wird. Das Einzugsgebiet für die silofreie Milch erstreckt sich inzwischen vom Pfaffenwinkel über das Ostallgäu bis ins große Walsertal nach Österreich. Das Walsertal ist ein uriges Tal im Herzen der Alpen. Es ist Teil des UNESCO-Biosphärenparks und liefert beste Qualität für natürliche Produkte. Schon die Römer beherrschten die Sennerkunst. Nach dem Niedergang des Römischen Reiches pflegten Mönche in Klöstern das Sennerhandwerk weiter. So überlebte das wertvolle Wissen und konnte weitergegeben und verfeinert werden. Heute wird Käse auf verschiedene Arten hergestellt. Die Alpsennerei ist dabei eine bekannte Methode. Im Frühsommer werden die Kühe auf die Alpe getrieben und bleiben dort von Juni bis September. Es ist wie Urlaub für die Milchkühe. Saftige Wiesen und würzige Alpkräuter geben den einzigartigen Geschmack an die Milch weiter. Früh am Morgen liefern Bergbauern die edle Milch. In kleinen Sennereien wird sie direkt zu Käse verarbeitet. Die Pflege der Käseleibe ist besonders wichtig. Regelmäßiges Pflegen und Bürsten mit Salz entzieht dem Leib Wasser und lässt eine Schutzschicht entstehen. Der Käse reift im Käsekeller, wo sich sein Aroma zur vollen Blüte entfaltet. Diese traditionelle Methode wird auf vielen Almen noch genauso gepflegt. Die Schönegger Käsealm verbindet Tradition mit Innovation. So entstehen erstklassige Produkte. Qualität ist dabei oberstes Prinzip. Erlesene Köstlichkeiten wie der Alprahmkäse
Der bekannte Allgäuzeller oder der allseits beliebte Almwiesenkäse fanden und finden den Weg in die Theken der Feinkostspezialisten. Sepp Krönauer setzt auch weiterhin auf Bewährtes. Er reichert Tradition mit einer großen Portion Innovation an, gibt recht viel Qualität dazu und vergisst auch nicht die Fairness. Wenn sich langsam die Ruhe über die Landschaft legt, ist das Tagwerk geschafft. Die letzten Sonnenstrahlen werfen lange Schatten und die Dämmerung schickt ihre Boten los. Hinaus in eine Landschaft, die die Menschen so lieben. Auch nach Schöneck im Norden der Alpen.